Wunderbar. Bei den Jumps, wenn du nach oben springst, richte dich komplett auf. Der Blick geht geradeaus. Du machst deinen Körper gerade. Bleibe nicht krumm, bleibe nicht gerundet im Rücken. Es ist ab und zu wichtig, dem Trainer zu erklären, beziehungsweise den anderen Teilnehmern zu erklären, was HIIT bedeutet, damit sie sich wirklich auf die Trainingseinheit einstellen können. Es geht jetzt darum, in diesen Belastungszeiten, in diesem geringen Umfang an Training, alles aus dir herauszuholen, was irgendwie möglich ist. Niki hat ein höheres Tempo hier, kann es aber auch. Der Bauch ist immer noch fest, Hüfte ist weit vorne, perfekt. 2 Sekunden noch. Wir gehen erstmal in die leichte Option rein. Du drehst den Oberkörper auf, hältst erstmal beide Hände am Boden fest. Wichtig ist dabei, dass das Knie nur ganz flach über dem Boden ist und das obere Knie zur Seite aufgeklappt ist. Dann als nächstes hebst du dich aus der Seite hier raus. Wir bleiben alle im selben Tempo. Alle ziehen mit, alle halten durch. Ihr macht weiter, wunderbar.